Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Landwirtschaftssimulator 19 und ja, wir tun heute Gülle fahren. Ich habe das Feld noch fertig gegrubbert und heute tun wir auf eine Wiese oder mehrere Wiesen Gülle fahren und auf das Feld noch. Ich hätte gesagt, wir legen gleich los. Wir nehmen dafür wieder unseren Fendt 820 Vario TMS. Ja, kurz Tür noch zu. Da passt alles da hinten. Gut. Ja, perfekt. Man läuft noch überall. Mal, dass wir nicht erwischen. Und zwar, nachdem unsere Kühe noch nicht sehr viel Gras haben, müssen wir bei unserem Nachbarn Gülle holen. Und zu dem fahren wir jetzt gleich. Er hatte nämlich eine Gülleanlage, und zwar hier, hat er uns erlaubt, dass wir die benutzen dürfen. Dort geht leider kein Schlauchsystem darum, wenn wir das so machen. Natürlich müssen wir auch dafür was zahlen, aber nein, ist halt so. Sagen wir halt was. Wir werden da heute öfter hinfahren, um Gülle zu holen. Ja, man sieht es jetzt zwar nicht, aber anscheinend geht ja was rein, weil das Rohr hier 40, ja. Losfahren. Ja. Dann tun wir mal Gülle raushauen. Ja, das ist gut. So wächst das Gras schneller und wird mal gedüngt. So. Nicht wundern, wenn die Kurven jetzt gleich komisch ausschauen. Bloß ich fahre dann noch später vor die Wände. So, jetzt geht alles. Jetzt fahren wir ihn auch. Der lässt sich jetzt nicht ernsthaft. Schaut. Bis jetzt schaut es. Vielleicht muss man da nochmal fahren. Aber meistens mit Neuner. Wäre jetzt nicht so schlimm.
So. Yes. Kann man gleich nochmal Gülle holen fahren. Und wir sehen uns dann später. Na gut, jetzt haben wir hier eigentlich fast alles mit Gülle gefahren. Jetzt machen wir noch das Vorgewende. Dann fahren wir aufs nächste Feld. Dann fahren wir noch kurz dahinter. Dann müsste es eigentlich mit der Wiese gewesen sein. So, oh. Ich fände, der Fendt dafür ist richtig gut, aber manchmal hat er schon zu tun, wenn es kleinen Hügel oder hier zum Beispiel hochgeht. Jetzt fahren wir mit 10 km/h, 11, 12 so. Aber vorher ging der dann ganz schön runter. Von der km/h-Zahl. Drauf. Das ist gut. Jetzt fahren wir hier noch kurz. Das machen wir noch. So, das Feld vor uns muss jetzt doch nicht mehr mit Öl eingestreut werden. Nachdem das schon gut ist. Das ist mir gerade aufgefallen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Öl drin. Ich glaube, wir fahren das jetzt einfach mal da hinten auf die Wiese bei uns neben dem Hof. Damit dort ein bisschen Gülle liegt. So, da kommt was. Da kommt nichts. Jetzt kann er rüber. Fahren wir hier noch kurz einfach mal drüber, weil ich glaube, das braucht eigentlich gar keine große Fülle. Fahren wir das einfach mal hier. Einfach mal die restlichen 90% noch hier aus dem Feld, damit wir die Gülle aus dem Fass bekommen. Ja. 10% sind noch drin. Fahren wir nochmal kurz hoch. Dann war es das auch. Gülle fahren. Oh, jetzt, was man sieht. Ja, den Steuer habe ich auch noch gestellt. Der steht jetzt hier auf der Wiese erstmal. Jetzt muss ich das Güllefass einstellen. Hier zu. Hier müssen wir aufmachen. Das auch zu. So, jetzt haben wir hier Platz. Thank you.
das nicht zu. Oh, doch nicht. Wir können hier zu gut rückwärts reinrangieren. Ja, gut. So kann man sein Tor auch noch machen. Also, du musst wissen, ich bin jetzt nicht der beste Fahrer auf Tastatur. Man riecht in der Halle ein bisschen nach Fugung. Boah, der steht halt jetzt echt nah am Rohr. Das muss ich nochmal machen. Das machen wir nochmal. So, jetzt hat. Perfekt. So, koppeln wir noch alles ab. Und dann fahren wir den auch noch parken. Fahren wir hier auch gleich neben den 400 da rein. So. Lass das Gewicht noch runter. So, und das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Und ja, ciao.